Hallo, da sind wir wieder. Mit. Habe ich die Aufnahme? Ja, doch, die läuft. Mit schmutzigem Hund, einem sehr müden Ehepaar und einem erstaunlich wachen Kind. In der letzten Folge ist Apollo zur Welt gekommen. Aden war beim Uni-Abschluss. Und die zwei haben geheiratet. Das Ding ist, eigentlich denke ich mir so, ja, okay, du hast schon ewig lang studiert. Chill erstmal. Du hast ein kleines Kind, du brauchst erstmal noch keinen Job annehmen für die nächsten 2 Tage. Ich glaube, das würde ich auch so halten. Ich würde sagen, jetzt mit der Hochzeit, Halloween ist ja eh nichts. Und da hat das Kind dann Geburtstag. Wenn das Kind ein Kleinkind ist, dann gucken wir, wie einen Job annehmen. Oder vielleicht sind da sogar direkt Urlaubstage bei. Könnten wir auch mal gucken. Weil Halloween habe ich ja hier eher als freien Tag. Oh! Tradition verkleiden kommt gut an. Dem Kind geht's nicht gut. Windel wechseln. So. Dann gehst du mal eben nicht verbessern. Duschen. Wie geht's dir? Oh, du musst richtig dringend aufs Klo. Du kannst danach einmal baden gehen. Kannst ja auch mal gönnen. Dem Kind geht's schon wieder schlecht. Dann gehen wir mal füttern, vermutlich. Wir gehen mal davon aus. Okay. Wieso gießt du. Also, ich finde es eigentlich süß, dass du Blumen gießt. Ah, nein. Es sind Müllblumen. Gieß die nicht. Pflanze entwurzeln. Pflanze entwurzeln. Wir gießen keine Müllblumen. Wieso können wir den Müll nicht wegwerfen? Wegwerfen. Ist der Müll verbuggt? Müll leeren. So, wie geht's dir? Ja, achso. Nee, nimm dir Essen. Wieso musst du auch was trinken, du Trottel? Oh, stimmt, wir haben hier das Abschlusszeug. Können wir das hier hinhängen? Ist hier Platz an der Wand? Da. Abschlusszertifikat. Das Ding. Hängen wir mal dahin, wir haben ja nicht so viel Platz. Und hier kommt dann die Geburtsurkunde vom Kind hin. Nice. Was ist los? So, den Müll schmeißen wir jetzt einfach da rein. Kann man besser von denen 2 Mülltonnen hinstellen. Da kann man so viel mitmachen. Man kriegt sogar noch Geld wieder. Top. Es wird sogar mehr? Okay. So, auf Toilette. Wo ist denn die Deko-Box da? Feiertagsdeko anbringen. Dekoration anbringen. Spooky Deko. Nice, wir haben Halloween Deko. Süß oder saures verkleidete Nachbarskinder klingeln an deiner Tür und bitten um Süßigkeiten. Hört sich nach einer großartigen Tradition an. Das müssen wir machen. Schon wieder 3 davon. Weg. Wir verdienen nur Geld dadurch, dass wir irgendwie ständig von denen welche im Inventar haben. Paradiesvogel. Jo, die können wir auch mal wegmachen. Und dann stellen wir da nämlich jetzt einen kleinen Tisch hin. Hier. Haben wir hier irgendwas, was man da gut hinstellen kann? Als wäre es so ein Klapptisch, den man nach draußen stellt. Ja, das sieht doch danach aus. Und wozu gehört das? Wir gucken mal wegen dem Halloween-Pack. Da. Objekte. Ach, jetzt lädt das schon wieder. Weil es gibt so einen komischen. Gut, Sims, gut. Gleich mal erstmal speichern. Packs sortieren. Und wir haben ja das Halloween-Pack auch. Da. Grusel. Ja. Das da. Oh, den runden, wir machen den. So.
Und dann stellen wir das nämlich da drauf. Dann können die Kinder, die vorbeikommen, sich was wegsnacken. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas Cooles? Hier draußen so ein Ding. Ja. Finde ich hübsch. Wird wahrscheinlich einfach das ganze Jahr da hängen, weil ich vergesse, dass es da ist, aber ich finde es cool. Top. Ich weiß nicht, ob die Kinder sich das jetzt dann nehmen können. Den Hundehaufen müssen wir noch loswerden. Ich weiß gar nicht, ob da Kinder jetzt dann rum. Oh, dieses Uni-Stolz-Ding. So, was müssen wir noch haben? Gruselige Atmosphäre. Vampire-Aliens. Nimm teil in gruseliger Aktion mit Geistern, Vampiren oder Aliens durchführst. Du kannst Kürbisse schnitzen, gruselige Musik auf der Orgel spielen. Oh, wo kriege ich Kürbisse her, die ich schnitzen kann? Okay, schelmische Stimmung kriegen wir hin. Verkleiden. Oh, kann ich auf den Sim klicken? Kostüm tragen, geil. Postbote, Prinzessin Leia können wir machen. Nice. Cheerleader, Dienstmädchen, Einhornlama-Maskottchen. Wer auch immer Ayla irgendwas ist. Dienstmädchen, Weltraumranger, Schmuggler, Schurke. Okay, wer ist Ayla irgendwas? Ach, von Star Wars. Lul. Ja, finde ich cool. Was gibt's noch? Cheerleader? Nee, machen wir gerade nicht. Er ist wieder da. Geil. Kostüm tragen. Luke Skywalker. Oh, die könnten auch ein Pärchenkostüm machen, ne? Wobei. Da. Geil. Schade, dass das Kind noch zu klein ist. Aber die zwei sind auf jeden Fall verkleidet. Halloween ist am Start. Hat sie. Verrückt. Finde ich, sind sehr hochwertige Kostüme, die zwei da auf jeden Fall haben. Oh nein, warum machst du das mit den. Sehr verspielt. Ja, jetzt hast du Stress wegen den Fliegen. Auf jeden Fall hast du schon einen guten Tag. Gruselige Atmosphäre, mal gucken. Bla bla bla. Klicke auf Kinder, die an der Tür klopfen und wähle Süßes oder Saures. Ja, bis jetzt hat noch kein Kind geklopft. Süßigkeiten nehmen. Ich probiere es mal. Verängstigt. Ach nee, okay. Haben wir denn was Süßes bekommen aus der Schüssel? Nee. Ich will noch was. Nice, wir haben Bonbon bekommen. Ah, das war Schüssel des Schreckens. Nice. Können wir in schelmische Stimmung kommen? Moment, nicht auf die Dusche. Es wäre cool, wenn wir ein Kind hätten, das wir als Yoda verkleiden könnten. Einen koketten Witz machen. Nee. Ich würde gerne hier. Unfug. Behaupten, ein kriminelles Superhirn zu sein. Komm, wir machen so ein bisschen, um in die schelmische Stimmung zu kommen. Ich bin hyped von dem Feiertag. Ich finde es sehr gut, dass ich einfach Halloween hinzugefügt habe. Über Halloween-Kostüm reden. Auswahl. Unfug. Nein, du magst keine Unfug. Was ist das für ein Fleck? Das können wir mal machen. Oh nein, das Baby. Das war eh mal Telefonstreich. Giftwolke, komm, pups ihn an. So, liebkosen, sag mal, mein Handy nervt gerade ein bisschen. Kann ich gerade nicht brauchen. So, reden. Kümmere dich mal um das Kind. Er muss auch in schelmische Stimmung kommen. Ich hoffe, da kommen tatsächlich gleich Kinder, die anklopfen. Weiß nicht, in Gruselstimmung, nimm teil, indem du gruselige Aktionen wie Interaktion mit Geistern, Vampiren oder Aliens durchführst. Du kannst Kürbisse schnitzen, gruselige Musik auf der Orgel spielen. Wir haben keine Orgel, aber wir können vielleicht. Okay. Wir können vielleicht hier im Radio Kanal wechseln. Ich will aber gezielt.
Einschalten. Batu. Grusel. Machen wir einfach mal Gruselmusik an. Und dann zuhören, Grusel zuhören. Hilft das? Für gruselige Aktionen. Zu falscher Party einladen. Ja, mal so ein bisschen hier Unfug. Meerjungfrauen nachahmen. Oh, was ist das? Freundschaft. Ah. Wegen krimineller Präsenz. Teenager. Warte, süßes oder saures? Warte, warum funktioniert das nicht? Der hat doch geklopft. Würde ich vorstellen. Wir probieren es mal. Normalerweise. So, warum geht das jetzt? Da muss doch. Klicke auf die Kinder, die an der Tür klopfen und will. Ja, okay, ist ein Teenager, ne? Ist halt kein Kind. So, sorry, du bist zu alt. Gegen Ermüdung ankämpfen. Okay. Bitten auf der Hochzeit Blumen zu streuen. Wir haben schon geheiratet. Ja, komm, sind wir mit dem noch mal ein bisschen Unfug. Erschrecken. Das war das Kind, das ist schmutzig, okay. Verarschen wir halt ein paar Teenager aus der Nachbarschaft, ja. Oh, das hat aber funktioniert mit dem Süßes oder Saures. Lol, hat er jetzt Saures gekriegt? Der Teenager. Einfach von einem Teenager mit den eigenen Noten prahlen, so. Haha, ich bin erwachsen, aber ich habe bessere Noten als du. Hallo Peach. Nee, jetzt kannst du gerade nicht auf meinen Schoß. Tut mir leid. Muss ich ein bisschen warten noch, ne? Schmupsi. Oh. Oh nein. Ist ja gut. Es ist schlimm, wenn die Katze so niedlich ist und man ihr keinen Wunsch abschlagen kann. Dann machen wir auch schnell jetzt. So. Reingetigert in den Karton. Gute Katze. Kuss auf die Katze. Unfug, ja. Du bist süß, Peach. Erstmal den Typen halb töten mit diesem Handschocker. Tatsächlich hat das mit dem Süßen oder Sauren funktioniert, warum auch immer. Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Da war ja kein Kind, das an die Tür geklopft hat und ich durfte ihm weder Süßes geben. Ja gut, ich habe ihm Saures gegeben, ne? Lustig vorstellen. Ja, probieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, warum das nicht so ganz funktioniert hat, aber... Ich kann ihm halt aber auch nichts Süßes geben, oder? Ich habe halt auch nichts Süßes in der Tasche, was ich irgendwie weggeben konnte. Giftwolke, pust du einfach an. Weiß nicht so ganz, ob der Unfug... Warum kann er nicht ein Kind klopfen? Scheinbar funktioniert das ja dann besser, oder? Warum ist denn der Fremde da an meinem Kind dran? Kannst du bitte zu dem Kind gehen? Kannst du bitte nicht an dem Karton kratzen? Peach, ist gut. Kannst du gleich machen, Mupsi. Da wird geschnurrt. Sie gibt ihr tatsächlich als Alien, ihm tatsächlich als Alien die Brust. Spannend. Stell dir mal vor, auf einmal kommt deine Mutter mit so zwei zusätzlichen Oberschenkeln auf dem Kopf in Blau rein und gibt dir die Brust. Schock fürs Leben. Kostet ja Alltag. Oh, er ist nicht... Doch, das ist der Teenager. Warum chillt der Teenager bei uns?
Verarsch den mal. Ja, scheinbar den Teenager verarschen zählt für Süßes oder Saures. Hat er denn das Gruselige? Wie ist er denn auf die Gruselstimmung gekommen? Mit Handschocker reinlegen, ja komm. Schock den nochmal weg. Nice, hat gezählt. Zuhören, Grusel zuhören, ist das so ein Ding? Ist das wirklich gruselig genug? Da hat jemand ein cooles Kostüm. Kostümfrage stellen. Hey, voll cool. Bitte klopft bei mir, Kind. Hier laufen ganz viele Kürbiskinder rum. Oh, die klopfen alle nicht bei mir. Ich würde ihnen gerne Süßes geben. Okay, zählt gruseliges Anhören zu... Der Teenager muss bitte gehen. Komm, geh nach Hause. Ich frage mich, wie er so ein bisschen in Gruselstimmung gekommen ist. Hallo Peach, was riechst du, mein Schnupsi? Ach. Sie haben ja auch eins mitgebracht. Noch nicht. Okay. Aber jetzt weiß ich, warum die Katze auf einmal aktiv wird auf meinem Schoß. So, wie geht's ihm? Ja, er könnte ja mal auf Toilette gehen. Stopp. Geh mal auf Toilette. Hallo. Okay, Gruselmusik bringen, nicht Gruselstimmung. Wir müssen den Hund mal waschen. Baden. Ja, stimmt, er könnte ja auch mal Kontakt zu seinem Kind aufnehmen. Reden, kosen, hüpfen, angurren. Ach, stell mal vor, Darth Maul steht vor dir. Hunger kann das Kind eigentlich nicht haben, es hat gerade gegessen. So, wir machen auch einfach die Sachen nochmal mit ihm ein paar Mal. Damit er auch eine Beziehung zu seinem Kind aufbauen kann. Also auf jeden Fall war Top Halloween, würde ich sagen. Du bist auch überall so... Mich nervt, wenn das überall so auf Mittel ist, ne? Reste nehmen. Das läuft doch ganz. Oh, da rennt ein Lama, Einhorn. Ich fand's sehr gut, das hinzuzufügen. So, dann darfst du mal duschen danach. Wie geht's dir? Du kannst dann ins Bett. Und das aus. Okay, da schwebt ein Geist. Judith Ward ist tot und sie schwebt halt. Oh, wir können mit Geistern interagieren, damit es gruselig ist. Grusel, grusel. Jo, Judith. Achso, Umarmung bitten. Komm, um Selfie mit so einem Geist. Kann man mal machen. Ist halt auch einfach ein Promi-Geist, ey. Versuch ihn vorzustellen. Stell mal vor, du findest einen Promi-Geist. Aber irgendwie zählt das nicht als gruselige Interaktion. Was gibt's denn Gruseligeres, als mit dem Geist zu chillen? So. Hör auf zu trainieren, du hast Hunger. So, du kannst mal schlafen gehen jetzt. Da ist auch alles fresh, dann kannst du danach nochmal... Ja, geh nochmal auf Toilette, dann wasch dir nochmal die Hände, dann putze die Zähne.
Passt schon. Und danach kannst du ins Bett. Ist der Hund jetzt sauber? Sieht so aus. Top. Halloween war erfolgreich. Nice. Ich hoffe, die Kinder... Ich glaube, Kinder haben tatsächlich ein Yoda-Kostüm, ne? Aber das Ding ist, wir werden leider kein Halloween mehr erleben, wo die mit ihm wahrscheinlich als Kind sind. Weil ich habe die Jahreszeiten ja auf lang. Und sagen wir mal so, hier wird er dann zum Kleinkind. Da wird... Krass, der wird so viel früher zum Rentner. Dann kommt sie. Hey, wann ist denn... Okay, Apollo hat heute Geburtstag. Das müssen wir gleich mal machen. Aber wann wird denn Apollo... 1, 2, 3, 4... Ach, das steht da noch nicht, weil der nächste Geburtstag immer angeguckt wird. Ja, pass mal auf. Das machen wir jetzt mal gerade. Mehr Auswahl, älter werden. Das ist nämlich sonst komisch, wenn das Spiel das von selber macht. Dann können wir auch gleich sehen, wann Apollo zum Kind wird. Und Engelsgleich, top. Schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir das auswürfeln, was die kriegen. Mal gucken. Aber Engelsgleich war okay. Noch. Später mal gucken, wie das Outfit von Apollo ist und wie wir ihn herstylen. So. Auf meinem Schoß wird sich genüsslich geputzt. Und dann räumen wir jetzt einmal ganz schnell noch ein Kleinkindzimmer ein. Da. Ich will auf jeden Fall dieses wunderschöne Bett. Mit Blau, glaube ich. Ja, eigentlich ist das Standard schon nice. Wir gucken gleich mal. Und dann so. Und dann färben wir es um. Was haben wir denn? Finde ich cool. Das finde ich cool. Mag ich auch. Ich glaube, das mag ich. So. Dann brauchen wir ein Töpfchen. Wo ist denn das andere Töpfchen da? Nehmen wir mal in Weiß. So, haben wir da das Töpfchen. Da haben wir ein Bücherregal, da haben wir einen Kleiderschrank. Wir könnten einen Teddy noch wohin stellen. Ich fände tatsächlich hier so ein Regal ganz cool. Hallo, Peach. Da, das ist so ein bisschen... Wo stehen wir denn? Ich hätte halt gern auch... Warte mal, vielleicht passt das da rein. Amy. Oh, Jens. Finde ich eigentlich nicht schlecht, dass das da ist. Weil wir sind jetzt mal tatsächlich ganz, ganz faule Eltern und das Kind bekommt tatsächlich Tablet. Weil ich das gar nicht mal so schlecht finde für die kleinen Kinder, weil an den Klötzen haben die dann schon super schnell einfach keinen Bock mehr damit zu spielen und so. Und dann finde ich eigentlich das Tablet als Ergänzung ganz cool. Ja gut, so Spielzeugstuff haben wir. Den finde ich cool. Ich weiß nicht, wenn wir das da hinstellen, ob das trotzdem zählt. Hier so ein Tonklumpen können wir hier noch irgendwo hinpacken. Da. Für die Kreativität. Da haben wir einen Sessel. Da, und ich hätte gern das. Das finde ich cool, aber wir müssen es kleiner machen. Weil es sonst furchtbar riesig ist. Da. Und als Plüschtier so eine Katze? Oder wollen wir so einen Hund haben? Der ist eigentlich süß, ne? Der Dalmatiner hat so Flecken.
wird der Dalmatiner. Ja. Ich meine, ein blaues Halstuch und es ist ein blau das Zimmer. Aber ja, der Dalmatiner hat so Flecken. Smarty Mac Smarty Pants war wieder am Werk. Klingt wie ein Rammstein-Song. Was? Der Dalmatiner, der hat Flecken. Das ist eigentlich cool, aber irgendwie ist das nicht mittig. Und ich würde das gern irgendwo verwenden, aber hier passt das nicht hin. Ist das ein... Ja? Ja, nee. Schwieriger. Was ist damit? Haben wir hier eine coole Farbe? Hast du übertrieben. Was haben wir denn noch so für schöne Gardinen, die wir verwenden könnten? Ja gut, die gibt's noch. Die finde ich eigentlich nicht schlecht. Oh Gott, nee, die finde ich schlecht. Die sind nicht schön. Die sind okay. Was haben wir noch? Die finde ich halt auch cool, aber die passen da nicht so hin. Die sind hübsch. Auch in diesem hellen Blau finde ich gut. Machen wir. Das ist so dumm. Wir müssen das ein bisschen umstellen, damit das nicht so ineinander klippt. So. Und hier die Toilette auch so ein bisschen auf Abstand und dann geht das. Top. Finde ich hübsch. Das da oben ist alles noch sehr random. Da kommt hier das Kinderbildchen hin. Da noch so ein Bild. Ja. Das packen wir einfach erstmal ins Inventar. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich glaube, das ist ganz gut so, das Kinderzimmer. Kann man so lassen. Sehr schön. Die können schlafen. Wie geht's dir? Oh, du kannst auch mal schlafen gehen, auch wenn du nicht müde bist. Du bist Kind, kannst immer schlafen. Und damit würde ich sagen, das war mal wieder eine etwas längere Folge. Lasst gerne Kommentare, Feedback da, irgendwas. Wir können ja jetzt schon mal überlegen. Vielleicht habt ihr ja schon Ideen. Apollo wird ja unser Sim sein, mit dem wir weiterspielen. Irgendwelche Wünsche, was mit Apollo passiert. Soll Apollo studieren? Soll Apollo nicht studieren? Irgendwelche Ideen für Wünsche, wo vielleicht Apollo sogar leben könnte, könnt ihr gern reinschreiben. Wenn ihr nichts schreibt, dann lasse ich einfach zufallsmäßig das entscheiden, wo ich denke, ach, das passt einfach, so entwickelt sich Apollo. Oder ich entscheide einfach ganz frech. Aber wenn ihr Wünsche äußert, heißt das auch nicht unbedingt, dass ich sie respektiere. Aber wenn es coole Ideen sind und irgendwie passt, dann ja. Aber wenn jetzt so, er soll super Bösewicht in Strangerville werden. Nein, ich lasse niemanden nach Strangerville ziehen, weil mich nervt einfach dieses Dingens. Super Bösewicht vielleicht, wenn es passt. Mal sehen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und damit... Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, und wir müssen die Katze bürsten. Hier liegen überall Büschel. Tschüss.